Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pathfinder Kingmaker. Und ja, nachdem wir jetzt hier das Turnier gewonnen haben, was Irovetti veranstaltet hat, wollten wir uns jetzt mal um die Flusspiraten kümmern. Okay, auf der Straße ist jemand. So, unsere Reise führte uns in die Umgebung von Kleinheim, wo wir Jagd auf die feigen Flusspiraten machen wollten, die unschuldige Händler und Reisende überfallen hatten. Es wäre schön gewesen, einfach voranzustürmen und einige Schädel einzuschlagen, aber Gerüchte zufolge waren wir deutlich in der Unterzahl. Schlimmer noch, die Schurken hatten ihr Lager auf einer gut zu verteidigenden Stelle in Sichtweite ihrer Boote aufgeschlagen. Es wurde an drei Seiten vom Fluss von einem dichten Wald und von einem türkischen Sumpf geschützt. Außerdem gab es eine Reihe von Wachposten. Wir standen da also von, hatten wir für das Anführerin einen Plan. Wir glitten im Fluss und, ich weiß nicht, Beweglichkeit, schon besser, bisschen Natur, nein, wir gingen außenrum um die, ich nehme mal den, gescheitert, und dann für einen, fuck you. Ehrlich, eine 1? Ach, fick dich, ey. Kannst einfach empfinden, 23. Tricks. Komm, erfolgreich. Es war ein Plan, Abenteuergeschichten, die wir. Und unsere Feinde stoppen geradewegs in unsere Falle. Wir schalteten die Wachen lautlos aus und unternahmen. Okay. Das heißt, damit haben wir schon mal die Feinde dezimiert. Würde ich sagen. Klingt doch eigentlich ganz gut. Das heißt, die restlichen Feinde dürften einfacher zu besiegen sein. Gut, okay, die sind offenbar gerade etwas. Ja. Gut, das geht alles für mich klar. Warte mal, was ist das? Kränkelnd, wieso habt ihr kränkelnd? Achso, wahrscheinlich weil fehlgeschlagen, die Dinger. Also, das sieht doch eigentlich schon mal ziemlich gut aus. Das, da brauche ich nicht mal offenbar großartig noch was zu machen. Interessant, dass Rigonga nicht mal wirklich Schaden bekommt. Okay, reduziert. Okay. Holen die jetzt Verstärkung oder was? Renzel, was kann ich? Eine Stimme durchschnellt den Lärm. Sie ist voller Zorn und Rüstung, dass der Kampf vorübergehend zum Erliegen kommt. Was geht dir vor? Wer sagt, wer wagt es, mein Lager anzugreifen? Die Stimme gehört einer sonnengebräunten Frau. Mit hohen Stiefel eingestickter. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber meine Geduld für Ausreden ist ebenso kurzlebig wie ihr es seid. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es. Wissen wählt, Überwurf erfolgreich, überlegen, was über die. Die blaue Kleidung an. Und der Reiher deuten darauf hin, dass. Das ist das Flusslied aus Petax, ist möglicherweise ein Mitglied der beherrschenden Familie. Joffre Vaskari führt das Handelshaus. Das könnte seine Schwester Ranschella Vaskari sein. Als du die Feinde betrachtest, die du getötet hast, wird dir klar, dass. Moment, wer seid ihr? Ich war bereit, Diebe zu töten, aber offenbar muss ich stattdessen dumme Narren töten. Gut. So, erklärt euch schnell. Wir haben gehört, dass hier ein Mächtigmann von Piraten lag und wollten sie vertreiben. Ein Dramatiker hat uns überredet, Piraten zu jagen und die Sympathie der einfachen Leute von Petax zu gewinnen. Ich habe einen guten Glauben gehandelt, um Piraten zu vertreiben. Ich hätte niemals wissentlich einen Flusskampf angegriffen. Jemand hat mit Falken. Endlich ein Funken Weisheit. Ja, ihr habt recht. Vielleicht habe ich euch zu vorschnell als Räuber abgetan. Ich bin Raschela Vaskari vom Handelshaus Flusslied. Keine Piraten, wert euch. Ein Dramatiker. Jupp.
Der Mann verdient sein Geld mit Lügengeschichten und ihr habt ihm vertraut, wie töricht muss man sein. Sie verstummt und betrachtet dich genauer. Moment, seid ihr etwa Lilo? Man hat mich gewarnt, dass ihr so etwas versuchen könntet. Richter Keller mag ein Mistkerl sein, aber gib mir einen guten Grund. Ich habe ihm und er versicherte mir, okay. Ach ja, er hat definitiv Möglichkeiten, aber mich zu schädigen wäre, Habt ihr eine Theorie? Wenn er weiß, dass ihr mich, hat er vielleicht gehofft, ich würde bei dem Angriff sterben. Das ist gewiss eine Möglichkeit. Ich muss euch schmeicheln, so mächtige Feinde zu haben. Also schön, was schlägt ihr vor? Wir schließen uns zusammen, um die Wahrheit zu... Klingt doch ganz gut. Nicht in uns. Also gut, ich kehre in die Stadt zurück. Und wenn ihr jemand anderen wegen der heutigen Ereignisse zur Rede stellt, bin ich dabei. Untersucht die Hinweise und geht den... Aber jetzt macht Platz, damit die... Okay, Nachricht von Calvoy. Dumm gelaufen. Da wurden wir wohl ausgenutzt. Was ist das? Sturmlichtfelder? Mysteriöser Schrein. Okay. Okay, den Ort kann ich momentan nicht besuchen. Hier unten ist fast Ende. Gut, dann gehe ich einmal hier. Ah, da ist Pitax. Abbrechen. Gut, dann das ist ja Octavias Mutter. An den Stadttoren von Pitax erwarten uns eine ganze Armee geringer Wachen angeführt werden. Ihr müsst jeden Befehl von König ihr Wette. Wir sollten weiß, dass wir unten. Was noch von unserer Würde übrig war und wanderten. Die Flusspiraten sind Pitax Sorge, nicht eure. Okay. Aber bloß Höflichkeit. Nee, wir ziehen nicht unsere Waffen. Ich führe jetzt keinen Kampf. Ich möchte jetzt nicht mit denen irgendwie. Okay, Mist. Adventures can wait. Also gut, dann kann ich das mit Octavia noch nicht machen. Dann muss ich erst die Sache da quasi abschließen. Gut. Wenn das so ist, dann. Hopp. So, anhalten einmal, dann den hier machen, dann rasten und dann gehe ich erstmal wieder zurück in die Heimat. Die Schattentiefen zieht sich zurück. Jupp. Es ist Zeit, Ich an das Königreich werden ist fehlgeschlagen. Na toll, klasse. Okay, Wurfergebnis. Och, Menno. Der Weise. Da kann ich den Geschichtenerzähler drauf ansetzen. Das ist sehr schön. Damit verbessert sich auch seine Kultur. Tristan hat Neuigkeiten. Projekte. Das Schwert neu schmieden möchte ich ja machen. Oh, Mist. Da habe ich was verpennt. Egal. Unterstützung des Vorhabens der Regentin. Starke Nation. Das ist eigentlich, denke ich, ganz gut, aber... Warte mal, göttlich, 59, okay. Okay, gut. Darum kümmere ich mich dann gleich alles. Erst einmal. Hier bin ich schon mal geschützt vor Gift. Dann... Dann reise ich erstmal nach Hauerscheid.
Hey Gongard, keine Bange, und ich kümmere mich später. Du hast einen Gegner entdeckt? Mhm. Warte mal, vielleicht soll ich auch nochmal schauen, was ich ansonsten gerade alles noch für Quests habe. Ich glaube, da waren noch ein paar weitere. Adventures can wait. Okay, ich mach mal erstmal auf Pause. Dann schaue ich kurz ins Tagebuch, weil ich einmal die Quests schicken möchte, bevor ich das dann irgendwie wieder vergesse. Octavias Mutter treffen, ja. Das kann ich noch nicht. Ich kann Rigongas Mutter treffen. Rigongas kann ich machen. Einmal zur Rede stehen kann ich gerade auch nicht. Sturmlichtturnier, auf Neuigkeiten warten muss ich. Unter den Raublanden kann ich machen. Die Berufung der Baden mit Eobald muss ich sprechen. Das Schwert reparieren muss ich. Hochgeboren. Ja, Octavias Mutter treffen. Niemand Sklave. Das ist die Sache mit Rigonga. Aff. Wollte ich nicht noch irgendwas... Ja, ich wollte magisches Gefängnis eigentlich mal nachschauen. Verdammt, habe ich immer noch nicht gemacht. Egal. Ist halt so. Gut. In due time. Okay, jetzt sind die getriggert. Schade, hab gehofft, dass ich die eventuell... Oh, das ist doch eigentlich ganz gut. Also, das war nicht so schlecht, Charakter. Das... Das bin ich... Das soll ich auch nicht. Nein, wie weit ich da jetzt schon bin zur Stufe 15. Nur leider haben mir die Elementare nicht sonderlich viele Erfahrungspunkte gebracht, aber na gut. Ist halt so. Na toll. Octavia ist also entkräftet. Gut, das ist dann halt so. Warte mal, einige Dämonen können die Seele eines lebenden Wesens erzählen, sodass dessen Wiedererweckung schwierig wird. Ich habe Dämonenblut, wenn ich mich gerade nicht irre. Bei dem Charakter. Kann ich leben? Kann ich Seelen verzehren? Das wäre ziemlich cool irgendwie. Komm, beeil dich, gib Gas. Nochmal? What the heck? Ja, die sind das. Die bringen mir wenigstens schön die. Die bringen wenigstens hier die Gürtel. Und die Gürtel kann ich gut verkaufen. Kommt, weiter geht's. Weiter geht's, verlassen die. Ah, Lilo ist jetzt auch entkräftet oder was? Naja, ist halt so. Kommt. Okay, ich denke, ich gehe jetzt wirklich bis Tatze fort. Dort raste ich einmal. So, einmal betreten, rasten. Und dann gehe ich den restlichen Weg zur Hauptstadt. Und da kann ich dann den Typen mal ansprechen.
Adventures can wait. So, einmal rasten. Sehr schön. Und dann hauen wir wieder ab. Komm. Einmal da. Weiterhin. Okay, was ist jetzt dazu gekommen? Feenmagie, ah. Okay. Muss ich wohl nochmal warten, ist aber kein Problem, eigentlich den zu lösen. Wie lange braucht der 14 Tage. Das ist eher das Ärgerlichere. Aber das sollte ohne Probleme machbar sein. Ich hoffe halt einfach, dass ich vielleicht bald mal gut drohen soll, dass ich genug Glauben habe, um halt ein Arkanen einzustellen. Okay. Ah ja, Professor, ich fasse es nicht, dass ihr mich die ganze Zeit belogen habt. Versucht nicht es zu leugnen. Ich habe alles gehört, dass ihr Unruhestifter gedeckt habt, dass es nicht einmal Jovetti war, der euch entlassen hat, sondern Atali. Atalia, wie konntet ihr nur? Lindsay, beruhigt euch doch. Ich habe euch nicht getäuscht. Ihr habt gar nicht nach den Unstimmen meiner Entlassung gefragt. Erinnert ihr euch? Das ist ein, ihr wisst ihr, heikles Thema. Ich war vielleicht als Studentin nicht gut genug, um zu euren Lieblingen zu gehören, wie Alondi, aber ich erinnere mich an die Grundlagen, zum Beispiel die 7 Arten der Lüge. Und ich erinnere mich definitiv an eure Verlesung über die Lüge der Auslassung. Ihr wolltet, dass ich ein Buch über all die Gräueltaten an der Akademie schreibe. Und habt eine ziemliche große einfach ausgelassen. Ihr habt mir nie erzählt, dass wegen euch ein Student gestorben ist. Welche anderen heiklen Themen habt ihr gemieden? Lindsay, ich will euch an, lasst mich erklären. Ja, eure Hoheit, ich fürchte, das ist es. Da ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe, die Talente meiner Studenten zu fördern, habe ich wohl moralische Entwicklung vernachlässigt und das hatte tragische Folgen, okay. Aber bei allem Respekt vor Direktorin Gitarren, ich glaube nicht an unverbesserliches Schurkentum, vor allem in so jungen Jahren. Shaylin lehrt uns, jene, die stolpern und vom Weg abkommen, nicht aufzugeben, sondern ihnen die Chance zu geben, sich zu ändern. Ich bin in der Hoffnung auf einen Neuempfang in euer Land gereist. Es gibt keine direkte Lüge. Ich gebe zu, dass ich in einigen Fällen das in einem oder anderen Teil verborgen oder nicht ganz korrekt dargestellt haben mag. Informationen auslassen also. Um die Unschuldigen zu schützen. Aber glaubt mir, ich hätte dabei edle Absichten. Ja, wie es immer so ist. Ihre wichtiges Gräueltaten sind allen bekannt. Und dieses Buch könnte der Sturz eines Tyrannen herbeiführen. Aber ich darf nicht zulassen, dass die Akademie gemeinsam mit Irovetti untergeht. Es gibt zu viele Unschuldige, wunderbare Künstler, Dichter und Komponisten, die gegen ihren Willen durch Irovettis Verbrechen befleckt wurden. Sie würden alles verlieren, wenn wir die ganze Wahrheit enthüllen. Aha. Kurz gesagt, das Buch ist voller Lügen, nicht wahr? Eure unschuldigen Kollegen haben alle Irovettis Stiefel geleckt und ihr wollt die Schuld ihm alleine zuschieben, damit sie alle unbeschadet aus der Sache herauskommen. Ich will nur das wenig Gute beschützen, das König Irovetti in diese Welt gebracht hat. Die Akademie besteht nicht nur aus Schandtaten und Tyrannei. Sie besteht aus vielen genialen Künstlern, die das Potenzial haben, die Welt zum Besseren zu verändern. Sollen wir Blumen zertrampeln, nur weil sie auf einem Misthaufen wachsen? Ich weiß nicht, Professor, ihr habt mir so viele Male gesagt, dass die Welt nicht aus Dingen besteht, sondern aus Geschichten.
und wir selbst bestehen aus den Geschichten, die wir erzählen und glauben. Aber sollten diese Geschichten nicht. Ob die Leute Grund hier sind. So langsam wird es mir zu anstrengend vorzulesen, daher. Okay. Ich weiß nicht. Okay, Eobald hat recht, die grausame Welt fehlt. Wir müssen das bisschen. Ich denke, ihr habt recht, Lindsay. So, Eobald, was. Slinton, der wegen eurer Lieblinge gestorben ist. Wie wird's hier sein? Ich denke, ihr habt recht, Lindsay. So viele schöne Worte. Wir müssen. Komm, ich gehe mit nur drei. Die Akademie bewahren. Gut. Da kommt Tristan. Sehr schön. Ich wollte euch fragen, die Frage auch mich oder einfach anmaßen. Ich denke, ihr wisst, worum es geht. Um das, was ich getan habe. Aber lasst uns unter vier Augen reden. Hier gibt es zu viele neugierige Ohren. Ich warte im Aussichtspunkt im Palastgarten auf euch, bitte. Okay. Warten, bis das Buch fertig ist. Aha. Ich mache erstmal das. Gut, da kann ich gerade nichts machen. Ich muss auch mehr oder weniger einfach warten. Gut, dann. Ich sehe da keinen Tristan, also. Quatsche ich erstmal mit dem Geschichtenerzähler und gehe dann zu Tristan raus. Um mit ihm zu reden. Hat er was für mich? Nope, hat nicht. Nichtsdestotrotz reiche ich halt immer einfach gerne nach, man kann ja nie wissen. Was fehlt denn da auf der 9? Egal. Komm, ich warte. Gut. Ich denke, Aussichtspunkt ist hier irgendwo. Jupp. Also, unter vier Augen ist man da jetzt auch nicht, wenn ich mir das anschaue. Ihr seid gekommen, Ich weiß, es ist so selten. Ich weiß nicht, ob ich Angst freuen oder Angst haben. Freuen soll oder Angst haben. Wie dem auch sei. Danke, dass ich euch Zeit. Danke, dass ihr euch Zeit für mich nehmt. Seit ihr mich von Arissas Macht befreit habt, hatte ich Zeit zum Nachdenken darüber, was mir widerfahren ist und was Narissa mir angetan hat. Was sie mir wirklich getan hat. Als ich mich hier wiedergefunden habe, ohne meine Flügel. In einem sterblichen Körper war ich gelähmt vor Angst. Und ich habe ihr alles geglaubt, was sie mir gesagt hatte. Denn ich glaubte, dass sie es war, die mir meine Freiheit gestohlen hatte. Schließlich entdeckte ich, dass Narissa mich angelogen hatte. Und seitdem suche ich einen Weg, Serenes Gaben zurückzugewinnen. Und wisst ihr, was ich erkannt habe? Niemand kann den Deva die Gaben nehmen, die sein Schöpfer ihm gewährt hat. Niemand außer der Dämonenblume selbst. Das war nicht das, was ich wollte. Ich habe keine andere Erklärung für das gefunden, was mir widerfahren ist. Nervistos macht es groß, aber nicht so groß, dass sie Engel in Sterbliche verwandeln kann. Ich wollte wissen, ob mir der Weg zurück zu Sarin Rey offen steht. Ich habe endlose Stunden im Gebet zugebracht und immer nur um eines gebetet. Ein Zeichen, eine Vision, ein Omen, wie ein einziges Wort, doch ich bekam nur Schweigen als Antwort. Ich wollte unbedingt etwas Außergewöhnliches tun und offenbar ist mir das gelungen. Ich bin so tief gesunken, dass selbst meine gnädigste Göttin mir
Ja, vielleicht ist diese schwache Hoffnung das Einzige, was mich davon abhält, mich der Verzweiflung hinzugeben. Ja, sie gibt ihm halt noch zwei, aber also so ganz weg kann das nicht sein. Und Verstand zu verlieren. Oder ist dieses jämmerliche Brocken nur eine ewige Erinnerung daran, was ich verloren habe? Nein, meine gnädige Göttin mag streng sein, doch sie ist so. Doch sie ist einer so unnachgiebigen Bestrafung nicht fähig. Wie dem auch sei, ich habe euch nicht hergebeten, um zu jammern. Ich will nicht, dass meine sterblichen Taten mit Täuschung und Verrat enden. Es hat mich so viel gekostet. Ich will mindestens eine der bösen Schöpfungen Narissas ein Ende machen. Und ich bitte euch um euer Willen. Aha. Was wirst du machen, wenn du als König und die Ersten bleibst? Ich kannst du mir endlich. Es ist seltsam, die Göttin, die euren Tod gefordert hat, war Narissa. Und nachdem das Königreich gescheitert war, brachen sie alle Bande zum ersten Gläubigen ab. Und dennoch trachten seine Anhänger noch, war immer nach eurem Tod. Glauben tatsächlich, sie können ihre Gunst wiedergewinnen. Was wirst du machen, wenn du das König. Nennt mich naiv, aber ich glaube noch immer, dass selbst die schwächste Seele Erlösung finden kann. Ich werde versuchen, sie sogar in den dunklen Seelen der Gereinigten zu finden. Ich verweige niemandem die Erlösung. Die erlösende Gnade, so. Ja. Vielleicht kannst du mir endlich sagen, wer die erste. Ich wusste nur, dass ich belauschen. Ich wusste nur, was ich belauschen konnte. Oder womit Narissa vor mir prallte. Der sogenannte erste Gläubige war ein ehemaliger Eresti-Priester namens Rutgerd. Als die Blüte in seinem Dorf kam, verlor er seinen Glauben. Eresti beschützte seine Gemeinde nicht und Rutgerd wurde seines Amtes enthoben. Danach brach er zum Tempel des Elchs auf, um ein letztes Mal zu seinem Gott zu beten und ihn mit Flüchen zu überziehen, falls ich ihn. Mir wird das gerade wieder etwas zu anstrengend, das alles zu lesen. Gut. Gut. Warte mal, das geht ja eigentlich alles klar, dann kann ich Gebiet verlassen und ich nehme dann Tristan anstatt Harem mit. Und dann gehen wir doch mal zu dem Tempel des ersten Gläubigen, würde ich sagen. Harem kommt raus, Tristan kommt rein. Und dann. Und dann gehen wir los und seine Quest vollenden. Ich finde den Soundtrack so geil, einfach vom Spiel. Komm, lad. Juhu. So, wo ist denn dieser Tempel? Gut. Ich check einmal, aber da dürfte ja nichts von irgendwie einer Uhrzeit oder so stehen, oder? Irre ich mich gerade. Rettung. Das Königreich ist gar nicht verwundert, dass die Kultisten schlecht. Gut, warten, bis das Buch fertig ist. Da muss ich also warten einfach. Neugeschmiedete Klinge muss ich noch machen. Also, gerade muss ich bei vielen Punkten einfach warten, weil ich so viel gerade nicht machen kann. Adventures can wait. Komm. Betreten. Und dann mal schauen, was ich da finde.
Ja, das klang mal nicht so optimal. Okay. Große Göttin, wir empfangen einen deinen Diener. Er wurde lebenslang nicht geläutert, doch jetzt. Okay. What the heck? Das ist Irrsinn. Die Göttin hat uns aufgegeben. Wir vergeuden nur unsere Zeit. Aha. Habt ihr den Brief nicht gelesen? Der Gläubige schreibt, dass das Königreich noch lebt, dass er die Gnade der Göttin wieder entfachen und uns erretten wird. Mhm. Wo? In Dunkelwacht? Was ist mit uns? Was ist mit diesem Land? Okay. Hi. Ihr seid doch mal kurz tot. So viel dazu. Yay, schön Gewitter. Das ist eine Botschaft des ersten Gläubigen. Offenbar versammelt er seine Anhänger an einem neuen Ort. Okay. Hoppala. Die Dinger lassen sich halt gut verscherben, daher nehme ich die mit. Gut, hopp. Und dann hauen wir wieder ab. Bei dem Wetter brauchen wir nicht länger hier bleiben. Komm. Wirklich mieses Wetter gerade. So. Kompositbogen lang kann man auch noch mitnehmen zum Verscherbeln. Man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig eine prall gefüllte Geldbörse hier in dem Game ist. So, wo auch immer jetzt Dunkelwacht ist. Kerzen mehr. Dalmark. Banditenfelder. Schöne Gemächer. Jetzt nur unheilvoller Sumpf. Krokodillager. Wo zur Hölle ist hier jetzt Dunkelwacht? Ich hätte ja gedacht, hier oben vielleicht irgendwo, aber. Hier. Brauner Kahlkopf, Sumpfruinen. Ich hätte echt irgendwie gedacht, dass es hier ist, aber. Magierturm, Arkan. Düsterburg. Düsterburg ist nicht Dunkelwacht. Also, dass der mysteriöse Schrein. Also, da habe ich jetzt schon alle geschaut. Das Grab, Dornfurt. Wo zur Hölle ist das Ding? Eiserne Rinne. What the fuck war das da auch immer? Also, magisches Gefängnis ist dort, deshalb. Aber wo zur Hölle ist die Dunkelwacht?
das komme ich da vielleicht noch nicht hin. Quelle der kleinen Seen, Zitterhain, Tal der Toten, Ordekais Grab, Hügel der Vergessenen, Gestörter Turm, Blutfurchen, mhm. Also sehen tue ich hier gerade nicht, wo das ist. Also ich habe so das Gefühl, dass es hier zumindest nicht ist gerade. Himbeerklee, mhm. Shaolin-Tempel, da war ich ja gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo Dunkelwacht ist. Tagebuch, steht da vielleicht mehr drin? Mit Tristian in Dunkelwacht das Königreich der Gereinigten finden. Der sich in Dunkelwacht niedergelassen hat und Menschenopfer im Namen der Göttin fordert. Er hat einen neuen Schrein in den Zyklopenruinen entdeckt. Die Stadt der Lehren, wir müssen dieses Königreich finden. Okay. Die Stadt der leeren Augen, doch da drüben. Okay. Ah ja, Dunkelwacht ist doch hier, die Stadt der leeren Augen. Da oben. Boah, 2 Tage und irgendwas. Gut. Dann reisen wir mal, dort resten wir mal im Südstädt, würde ich sagen. Strength betrays me. Vielleicht auch nicht. Wir waren noch fit genug, daher habe ich. Daher. So, hopp. Ja, jetzt aber einmal ausruhen, schön. My elbow hurts. Because you're so hard on yourself. Try to rest sometimes. You don't have to practice every spare minute. Definitionssache, aber na gut. Gut, top. Okay. Da hat sich was Neues ergeben, offenbar. Okay, Volkszählung, Gelegenheit. Es geht von. Okay. Ich denke, ich sollte Canera drauf ansetzen. Bis zum ersten Desnos Zeit. Ja, ich sollte Canera drauf ansetzen. Alle anderen haben sowieso keine Chance, das zu schaffen. Gut, den kann ich einmal kurz besiegen. Oh, Kultisten. Boah, dürfte eigentlich normal nicht so das Problem sein. Ja, was habe ich gesagt? Okay, die Bären sind da ein bisschen nervig.
Aber auch das ging eigentlich ganz gut. nicht schlecht. Hopp, hopp. Na, ja, kurz jetzt einen Langbogen. Häuten. Die Sachen kann ich alle schön verscherbeln für gutes Geld. Kleinvieh macht schließlich auch Mist. Gut. Damit sind die weg. Und sie haben mir noch Erfahrungspunkte gebracht. Wie sieht es eigentlich aus mit... Oh, okay, das geht noch. Aber ich glaube nicht, dass ich in dieser Folge noch ein Level abbekomme. Aber naja. Gehen wir dann erstmal da oben die Kultisten besuchen und mal schauen, was dann ist. Ich glaube, damit habe ich dann auch Tristians Ding da abgeschlossen. Vielleicht kann ich dann sogar hier die rechte Region einnehmen. Das wäre ziemlich cool. Jupp, statt der leeren Augen betreten. Mir ist gerade auch gefallen, ich glaube, Tristian ist noch extrem unterausgerüstet, weil er halt nicht zu denen gehört, die ich normalerweise meiner Truppe mit mir herumschleppe. Ich bin halt eher ein Freund von einem Zwerg. Auch wenn das ein sehr depressiver und untergangsheraufbeschwörender Zwerg ist. Hey, jeder hat mal einen schlechten Tag. Nur dass das bei Harem jeder Tag ist. Interessant. Hier war ja mal... Oh, hi. Da sind schon welche. Dann sollte ich wohl wieder hierhin zurückgehen gerade. Oh, Banditen. Ja. Ja, so viel dazu. Diese Banditen waren jetzt mal nicht sonderlich gefährlich für mich. Man kann schon anhand der Ausrüstung inzwischen viel erkennen. Okay. That was easy. Trickwurf erfolgreich, Drängungs Interesse. Okay. Schwierigkeitsgrad von 28. Ist hier was oder? Hier sind noch Tote. Achso. Ja, da war ja was. Interessant, dass ich den noch nicht gehalten hatte. So. Hier ist was kaputt. Aber ich wollte ja hier hin. Das sind die beiden wieder. Follow if you dare. Ich möchte mit denen halt nicht kämpfen. Daher. Okay, das sind die. Lindsays Tagebuch. Gut. In Dunkel. Die Stadt. Er hat einen neuen Schrein in die Zyklopenruine entdeckt. Die Stadt der leeren Augen. Wir müssen. Dich.
Hier war nix. Warte mal, das ist... Die Sammelserie wurde von... Gut. Hier ist ja nichts weiteres mehr. Oh. Gut, dann denke ich mal, hier vielleicht noch. Ich glaube, alle anderen hatte ich ja. Ja. Okay, ich habe solche Angst. Mhm. Göttin empfangt die Unschuldige. Hallo? Eingreifen. Der erste Gläubige sieht hin, dich unter. Sieht sich von unter seiner Kapuze an, die er sich über die Augen gezogen hat. Obwohl sein Gesicht von Schatten bedeckt ist, siehst du um den Mund des Priesters herum tiefe Falten und ihr wieder. Diese Stimme des Gläubigen ist heiser und hustet mehrere Male. Verdammt, ich habe durch die ewigen Gebete zu meiner Göttin meine Stimme verloren. Was auch immer ihr vorhabt, eure verfluchte Hoheit. Ihr werdet uns nicht aufhalten, ihr werdet diese Leute wieder zur Gnade führen. Mhm. Bitte, meine Königin, ich muss sterben. Zum Lob des Königreichs, ich bin die letzte Hoffnung. Arme verlorene Seele, ihr wurdet hereingelegt, getäuscht. Legt deine Waffe weg, Rutgerd, solange es noch geht. Juhu, geschafft. Ihr irrt euch, meine Königin. Ich weiß, wie man alles wieder gut machen kann. Ich kann die Gnade der Göttin nicht zurückgewinnen. Ich weiß, was ich tue. Mhm. Also, meine Gemeinde ist auf mich angewiesen. Ich habe es schon einmal versäumt, schon erst die Erlösung zu bitten. Nun, genug, Rutgerd. Aus euch sprechen nur euer Stolz und eure Verzweiflung. Die Göttin wird nicht zurückkehren. Sie hat das Königreich benutzt, um dann der Gnade des Schicksals überlassen. Genau wie sie mich benutzt und dann verlassen hat. Legt die Klinge nieder, macht dem Wahnsinn ein Ende. Ihr seid glücklich in eurer Ignoranz. Habt ihr eine Ahnung, wie es sich anfühlt, die Gnade der Gottheit zu verlieren, die dein ganzes Leben lang gedient habt? Ich sag nur Harem. Obwohl, nee, Harem hat ja die Gottheit selbst aufgegeben. Also, ich bin so müde. Okay. Ein letztes Opfer noch. Okay, er hat sich selbst... Finde ich das bessere Ergebnis. Besser, als wenn er die andere umgelegt hätte. Und so müssen wir nicht mit ihm kämpfen. So wollte es die Geschichte des Königreichs nicht... So wollte ich die Geschichte des Königreichs beenden. Doch ist der Wille der Götter und derer... Doch es ist der Wille der Götter und derer, die sie verehren. Mhm. So... Mhm. Tristians Gesicht strahlt eine Weichheit aus und gesamte Gestalt ist einem lebendigen goldenen Schimmer gehört. Er bewegt seine Lippen, als würde er mit jemandem sprechen. Linz öffnet erstaunt den Mund und sie kramt in der Tasche nach einem neuen Tagebuch und kann jedoch die Augen nicht von dem Licht der Sternenpriester nehmen. Ist das, was ich... Und dann, verdammt, wo ist mein Notizbuch? Tristian reißt die Augen weit auf, unter seinen Augenlidern glüht geschmolzenes Gold, das ein warmes Licht ausstrahlt. Tristians Stimme ist ein Donner, und als würden uns die göttlichen Kreaturen durch ihn sprechen. Lilo, ich bin hier. Und bei mir das Licht meiner Göttin. Kann ich mit dir sprechen? Tristian lacht und sein Körper von Stimmen lacht mit ihm. Da läuft der Eiskind, vergib mir, nur ihre Diener können ihre Stimme hören. Aber ich werde eure Worte wiederholen. Die Gnädigste glaubt, dass ich den Kelch der Vergeltung restlos geleert habe. Indem ich mich von ihrem Willen abgewandt habe, habe ich Ereignisse in Gang gesetzt, die den Leben vieler Sterblicher geschadet haben. In ihren Zorn hat sie wiedergenommen, was sie einst gewährt hatte, bis ich mich von Stolz und Feigheit gereinigt habe. Warte mal, bekommt er jetzt Flügel? Sie hat entschieden, mich zurückzurufen. Sie hat zugestimmt, mir meine sterblichen Ketten zu ersparen, auf das ich wieder meine Flügel ausbreiten kann. Tristian lacht glücklich und Oh, meine Göttin, heilendes Licht, nie wieder werde ich stolpern und dich verlassen. Seht ihn euch an, ich kann Fanatiker nicht ausstehen, aber das ist so aufrichtig. Oh, wie süß. Aber Nösser und die Raublande und ihr.
selbst überrascht und süß. Deva? Warte mal, das ist doch eine Frau, kein Kerl, oder irre ich mich gerade? Geh zu seinen Retris, denn das wollt ihr doch immer. Mhm. An dir und deiner Göttin, ja. Tristan erstarrt und der goldene Schleier, der um ihn hört, beginnt zu vibrieren. Die Lippen des Bewers bewegten sich anschließend. Meine Göttin sucht eine Dunkelheit über die Raub. Göttin sucht eine Dunkelheit über den Raubland. Dieses Böse darf seinen Schatten nicht auf Galerien werfen. Es muss in nichts verwandelt werden. Durch Gnade und Erlösung. Ich bin sein Rätselkrieger und ich werde meine Pflicht tun. Und dann kehre ich in ihr Licht zurück. Du siehst zu, wie das göttliche Leuchten verblasst und schließlich völlig verschwindet. Tristan und sagt zu Boden selbst und sie ist fort. Es ist zu kalt ohne ihr Leuchten. Aber ihr Licht ist wieder bei mir. Hier. Er berührt seine Brust und lächelt. Mhm. Ich bin froh, dass ihr diese Pein erduldet. Mhm. Komm, ich bin freundlich. Er ist mein Friend oder ja? So. Knüppel. Einfach mal alles mitnehmen, was er da hatte. Rutger, der erste Gläubige. Looten. Mhm. Was hat zu Tristan gesagt, Sanri? Was für ein bezaubernder Name. Hat sich da jemand verknallt oder was? Oh. Cool, da ist was. Eine Zyklopenmünze. Warte mal. Inzis Tagebuch, ja. In der Zitadelle mit Tristan. Mhm. Mit Tristan etwas Unglaubliches mit. Mhm. Okay, gut. Das heißt, wir gehen wieder zurück zur Hauptstadt. Okay. Aber da oben ist dichter dran. Gehen wir da oben raus. Dann brauchen wir nicht wieder durch alles durchzulatschen. Komm. Nee. Ich nehme da jetzt nichts mit. Gut, gehen. Ach komm, ich gehe zurück und rede nochmal mit Tristan und dann beende ich erst die Folge. Ich möchte die Sache mit Tristan jetzt noch zu Ende bringen in dieser Folge. So einfach ist das. Aber schön, so konnten wir die ganze Sache ohne Kampf lösen. Indem der Typ sich einfach selbst das Leben genommen hat. Nun ja, egal. Es ist, wie es ist. So, top. Hey, mal wieder kämpfen. Schwärme hassen fucking, finde ich eine geile Aussage. So, ein wilder Eulenbär. Schützende Aura, danke. Okay. Interessant, dass er das da automatisch gecastet hat. Gut, aber naja. Wie viel habe ich jetzt? Okay. Nope. Das wird frühestens in der nächsten Folge erst ein Level abgeben. Allerfrühestens. Und selbst da würde ich nicht mein Geld drauf setzen, um ehrlich zu sein. Aber hey. Egal.
Da ist doch was fertig. Oder auch noch nicht. Kampfpriester mal wieder. Also, die kommen echt immer wieder und wieder, oder? Feenmagie sind die beiden. Volkszählung. Möchte ich halt Canera machen lassen. Desnos, aha, dauert 14 Tage. Bis zum ersten Desnos dauert auch 14 Tage. Okay. Das Problem ist halt, das ist Dings, ne? Kämmerin, natürlich ganz geil, aber Tristian einmal, okay. Einen Tag noch, dann sind die da erst fertig. Alter, schon wieder? Wie viele sind das denn heute? This will hurt. Okay, er hat nicht mal angegriffen. Naja. Egal. Komm. Ich denke, dass ich in Dings vielleicht resten sollte. Oder? Andererseits, nee. Ist ja eigentlich auch egal. Ich muss auf jeden Fall einmal zwischendurch noch rasten, das ist klar, aber wo ist tatsächlich, glaube ich, eher egal. Adventures can wait. We should gather our strength. So. Komm. Kann ich da nicht irgendwie... Ich mach mal den jetzt dann. So. Falsche Lichter. Okay. Das hat nicht funktioniert. Den neuen... Loyalität minus 1, aber... Militär plus 6. Militär und Stabilität hoch. Mhm. Festmahl für die Geplagten ist mir zu teuer. Aber du hattest da ja Volkszählung. Gut. 5% Chance. Hm. Die Frage ist, wenn ich das mache, dann bin ich bei 31. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ich mache den mal da so rein. Feenmagie. Kampfpriester. Projekte. Das Schwert neu schmieden kann Rigonga machen. Starke Nationen verteidigt. Ausbildungslager an der Grenze, das ist nicht das, was ich machen möchte. Soll das Schwert neu schmieden. Setze ich jetzt Rigonga mal dran. Das kostet halt 600, ist halt echt übel. Aufstände, Zerfall. Fest für die Kranken, Anrufung des Königreichs. Aha. Feenmagie ist dann das eine. Kampfpriester ist dann das andere. Gut. Da fange ich mit Feenmagie für dich an. Das dürfte ja ohne Probleme dann funktionieren. Kampfpriester. Werde ich dann J vielleicht drauf ansetzen gleich. Wenn er durch ist. In 7 Tagen. Gut.
Ehrlich, ich bin jetzt so dicht dran. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht mehr rasten brauche. So. Gut, betreten. Thronsaal. Damit ist erzählt bei der Truppe gerade. Komm. Juhu, da kommt der Durchlaucht. Ich brauche einen, der sich Angelegenheiten kümmern kann, die mit Magie zu tun haben. In der Vergangenheit habe ich einige Male übernommen, aber jetzt ist die Bevölkerung des Königs und meine Gemeinde so stark gewachsen, dass ich die zusätzliche Verantwortung einfach nicht mehr. Werden die Bibliotheken diese Bibliothek der Magie bauen. Gut. Minus 100 pp ist halt hart, aber ja. Bau Neffes Bibliothek, Beziehungen unter Kahn verbessert. Juhu. Endlich. Unruhestifter, aha. Kettenrüstung, ich könnte. Scheidet selbst, Komm, ich mach mal den einfach. Gut. Ah. So, 14.400 Erfahrungspunkte, gut. Gut, so. Damit habe ich das abgeschlossen. Rettung abgeschlossen, gut. Und das ist ganz gut sogar, wie was da noch ist. So, Raublande. Einmal nochmal reinschauen. Göttlich plus 1, sehr schön. Da muss ich warten. Ratgeber, 2 Stück. Wie, warte? Was mit J? Hä? Wieso ist J. Kafkin weg? Und ich habe keinen, den ich auf Arkan setzen kann? Was für ein Mist ist das denn bitte? Okay. Ich könnte... Okay, gut. Gut, gut, gut. Octavia, du bist kurz raus. Regentin, würden Sie neue? Valerie wird die neue Regentin. Octavia wird Arkan. Aber wieso ist... Gut, dann packe ich dich einfach mal dahin. Gut. Aber wieso zur Hölle war... J. Kafkin weg. Macht Wechsel, kann der Priester schützen, Magister. Anstelle der Fähigkeitsbonus des Magisters. Aha. Ja. Okay. Warte mal, hä? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Wo zum Henker ist jetzt J. Kafkin hin? Was ist mit der Quest, die ich ihm gegeben habe? Da sollte ich auch nochmal nachschauen. Vollblütigen. Okay. Vollblütigen und Kampfpriester.
Problem, die viele... Achso, okay. What the fuck? Wieso ist J raus? Achso, vielleicht weil er... Weil er mit meinem... Vielleicht weil er mit meinem Ding, mit meinen Entscheidungen nicht zufrieden war. Könnte es das sein? Kampfpriester ist, 10 Harem. Der andere kann das sowieso nicht machen, die Vollblütigen. Das brauche ich mit ihm gar nicht versuchen. Aber ich kann Kampfpriester machen. Und danach den anderen noch starten. Das schaffe ich zeitlich. Interessant. Interessant und ein bisschen verwirrend, aber na gut. So, dann... In due time. Dann gehe ich mal einmal ausruhen und beende dann die Folge. Gut. Aber interessant. Steht das hier irgendwie... was war ich? Hier vielleicht was mit J noch drin? Das möchte ich jetzt kurz nochmal nachlesen vorher. Kevin, ich will offen sein, euer Durchlacht. Ich habe diese Stellung schon zu lange und fühle mich einen Tag verloren. Ihr sollt einen anderen Hohepriester suchen. Einen, der flexibler ist, denn ich bin zu alt und zu... Okay. Okay, Wir würden, aber erst die, sei mein Zeuge, dass wir kein gutes Ende nehmen. Okay. Ach, und noch etwas, eine Delegation von Nefrits Anhängern haben, Miniaturmodell von einer magischen Bibliothek bei sich. Sie sagen, sie wollen sie hier bauen in eurer Hauptstadt. Ich würde sie an eurer Stelle zu Hause zurückschicken. Okay. Jupp, deshalb. Er hat gekündigt. Gut. Verstanden. Aber ich denke, das ist für mich in Ordnung, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mit Dings, mit Harem sogar besser fahre. Aber nun gut, egal. Ich denke, an dem Punkt beende ich dann jetzt auch mal diese Folge hier. Es ist einiges passiert. Wir haben einiges geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.